Dann starten wir jetzt in den letzten Block vom Teaching. Und genau, da möchte ich einfach ein paar Gedanken am Anfang noch einfach mitgeben. Und zwar, ich finde es extrem wichtig bei diesem ganzen Thema Leiterschaft und so weiter, dass wir dort echt sehen, hey, was wir da jetzt gehört haben in den letzten Blogs, das kann dann vielleicht auch ein bisschen, wo man sich denkt, boah, wie soll das, also das kann vielleicht überfordern, ja. Und dass wir bei dem Thema Leiterschaft, dass wir da nicht überfordernd dran gehen und dass wir nicht denken, jetzt lastet der ganze Druck auf meinen Schultern, sondern wirklich so Gottes Auftrag eigentlich für unser Leben soll nicht auf den Schultern, sondern im Herz landen. Ja, und dass das wirklich unser Schritt ist, dass wir sehen, hey, was ist das, was Gott irgendwie auch jetzt in meinem Herz hier freisetzen möchte, was Gott in meinem Herz bewegen möchte und dass wir dann auch vertrauen dürfen, dass Gott uns dort auch reinführt. Ja, und das Wichtigste ist nicht zu schauen, wie kann ich jemand sein, der ich nicht bin, sondern wie kann ich der werden, der, zu dem Gott mich gemacht hat. Ja, und dass es extrem wichtig ist, auch an seinen Schwächen zu arbeiten, an den Punkten zu arbeiten, dass wir lernen und dass wir auch sehen, hey, auch viele Dinge sind möglich. Ja, und wir haben jetzt recht viel gehört, auch viele Dinge, die in eine ähnliche Richtung gehen. Und da merken wir einfach auch so, hey, das Thema Leiterschaft, da ist wirklich auch, das geht oft in dieselbe Richtung. Und manchmal ist es einfach gut, es von verschiedenen Aspekten, aus verschiedenen Blickwinkeln anzuschauen und davon zu hören. Und jetzt ist so ein bisschen so die Frage, was nehmen wir jetzt eigentlich mit oder von dem Ganzen? Und darum habe ich gedacht, ich mache uns heute mal so ein kleines Leadership Starter Kit. Leadership Starter Kit. Genau, so einfach ein bisschen, zum einen ist es zusammenfassend, nochmal aufgreifen, nochmal auch neue Dinge natürlich aufwerfend, wo ich so denke, ich habe mir echt ein bisschen Gedanken gemacht, so was sind irgendwie so die Basics, und ich habe jetzt mal 10 Punkte genommen, so 10 Punkte, wo ich sage, das sind so auf den ersten Blick für mich so die relevantesten Dinge zum Thema Leiterschaft, okay? Was wichtig ist, ist, dass wir auch dort sehen, Leiterschaft heißt nicht, ich bin nicht ein Einzelgänger, ja, sondern Leiterschaft ist Teamarbeit. Wenn du kein Team baust, dann bist du kein Leiter, dann bist du ein Spaziergänger. Ja. Ein Leiter leitet immer Menschen an, ein Leiter hat immer Leute, die er auch anleitet. Das heißt, wenn du auch linear wachsen möchtest, wenn du so normal wachsen möchtest, dann sei einfach ein Einzelkämpfer. Wenn du exponentiell wachsen willst, dann sei ein Teamplayer. Und dass das wirklich, das ist gerade noch hinleitend zu meinen Gedanken, ja. Und auch allgemein, auch so zum ganzen Thema Leiterschaft, dieses Team mit normalen Menschen kann abnormale Ergebnisse erzielen. Das ist wirklich ein Schlüssel, der mir immer wieder auffällt, so wenn man denkt, wow, krass, da ist eine Gruppe von Leuten, wo die Individuen schon gut sind, so, wo man so denkt, okay, aber wie die in einem Team, zu was für Ergebnissen die kommen, wenn die ein gutes Team sind, wenn die gut angeleitet werden, das ist einfach Wahnsinn. Was da für Menschen erreicht werden können, was dadurch bewegt werden kann, das ist einfach Wahnsinn. Also ein Team mit normalen Menschen kann abnormale Ziele erreichen. Und dass wir da wirklich auch schauen, dass wir ein gutes Team bauen und dass wir Leiter sind für ein gutes Team. Ja? Also dann schauen wir nochmal ins Leadership Starter Kit. Ich habe da immer so einen Überpunkt und dann mit einem kleinen Subtitle, der ist, keine Ahnung, jetzt nicht super cool formuliert, aber halt Hauptsache, ich habe ein bisschen was da stehen, okay? Der erste Punkt natürlich, der wichtig ist, ist das Thema Vision. Was ist deine Vision und Leidenschaft? Und das sind jetzt eigentlich diese Punkte, die kann man wirklich jetzt mitnehmen. Und wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt in Leiterschaft oder ich bin in Leiterschaft, dann nimm diese Punkte durch und buchstabiere diese ganzen Punkte für dich selber durch. Ja, das ist eigentlich der Gedanke davon. Das heißt, was ist deine Vision und was ist deine Leidenschaft? Mega wichtig fürs Thema Vision und für das, wo Gott uns auch hinführen möchte, ist wichtig auch, als Beispiel, wenn du das siehst, ist Navi. Gott, sehen wir oft, Gott ist das Navi und Gott leitet eigentlich so dann auch den Weg. Und wir sagen auch, wenn du mal irgendwie einen falschen abbiegst, dann leitet er dich trotzdem wieder zurück auf den richtigen Weg, dass du zum Ziel kommst. Das Wichtige ist aber, Navi kann dich nur zum Ziel führen, wenn du weißt, wo du selber stehst. Ja? Wenn Google Maps nicht findet, wo du stehst, dann kannst du dir auch keine Richtungsweisung geben. Und so ist es auch beim Thema Vision. Du musst als allererstes checken, wo stehe ich, auch was ist meine Leidenschaft und was ist dann die Vision, wo es hingehen soll. Das heißt, dass wir wirklich da auch verstehen, hey, dass wir, wo soll es überhaupt hingehen, unseren Standort und dann wo soll es hingehen. Wenn du nicht weißt, wohin es gehen soll, wenn du deine Vision eigentlich nicht weißt, dann ist dein Weg eigentlich auch zweitrangig. Ja, es ist wichtig, dass wir in Bewegung sind und lieber bewegen, als nicht zu bewegen. Aber der Weg, aber das Ziel zu haben, ist mega wichtig. Nur in Bewegung zu sein, bringt auch nicht viel. Es bringt einfach Aktion ohne Richtung.
Und wichtig ist, dass wir auch als Christen nicht in einen blinden Aktionismus fallen, sondern in eine zielorientierte Aktivierung. Und das sehe ich auch bei einem Thema, darum ist auch hier für mich Vision und Leidenschaft, weil das hängt auch zusammen mit dem, was Gott dir gegeben hat, ist die Leidenschaft. Wir können jetzt Talente, wir können verschiedene Dinge, kann man schulen, kann man teachen, kann man sogar ausbilden, aber Leidenschaft, die kannst du nicht ausbilden. Leidenschaft, die ist von innen heraus gegeben, die ist von Gott gegeben. Und darum ist es wichtig, die kannst du nicht direkt trainieren. Das heißt, identifiziere deine Leidenschaft und lauf darin. Wenn du in deine Leidenschaft läufst, dann ist es wirklich auch so dein Sweet Spot. Und da geht es gar nicht darum, oh, was mache ich gerne in der Gemeinde? Keine Ahnung, was man halt in der Gemeinde machen kann, ist gar nicht das. Sondern deine Vision ist unter anderem auch der Ort, an dem du platziert bist in deinem Leben, in deinem Beruf, in deinem dies und das. Das Wichtige ist, dass wir dort auch erkennen, ja, und dort in die Vision reingehen. Wie finde ich überhaupt meine Vision? Was ist deine Vision? Stell dir diese Frage, wie sieht dein Bereich aus, wenn er Gott Ehre macht? Das ist eigentlich Vision. Wie sollte dein Bereich aussehen, wenn er Gott Ehre macht? Krass, oder? Das ist eigentlich so, die Frage ist, okay, so kannst du eigentlich anfangen, deine Vision zu definieren. Vision ist ja häufig so ein ich habe letzte Woche mich mit einem Team auch getroffen, die leiten und zwar irgendwie so, die haben viel über Vision geredet und so weiter. Und wo für mich war, diese Vision war nur ein Traum, aber nicht konkret. Und eine Vision ist das, was du, wenn du die Augen schließt, vor Augen siehst. Ja, das ist nicht, was du direkt so siehst, wo du dir nur wünschst oder so, sondern eine Vision ist wirklich, wenn du deine Augen schließt, da sehe ich es, da möchte ich das ganze Ding sehen. Und ich glaube, das ist was, wo wir auch wieder reinwachsen dürfen, in Vision zu bekommen. Beim Thema Vision ist auch wichtig, dass wir ganz konkret beten für die Vision. Dass wir ganz konkret, wenn wir keine Vision haben, wissen wir nicht, wofür wir beten können. Und kraftvoll sind konkrete Gebete. Dass wir anfangen, konkret zu beten. Ich habe hier immer nur so ein bisschen einen Satz und natürlich viel, das es dann eigentlich füllt. Ja? Einfach, dass wir einen Satz haben, den wir ein bisschen mitnehmen können. Aber die anderen Punkte möchte ich ermutigen, sie wirklich auch mit aufzuschreiben. Dass wir wirklich auch für die Vision beten. Das ist mega wichtig. Wo soll es hingehen? Wo möchte ich hier mit meinem Team? Wo möchte ich hier mit meiner Gruppe? Und das ist vielleicht auch noch extrem wichtig. Bei Vision geht es nicht darum, dich zu verherrlichen. Viele Leute missbrauchen Vision, um sich groß zu machen. Vision ist nicht, um dich groß zu machen, sondern es ist dafür, Gott groß zu machen. Das heißt, eigentlich ist Machtmissbrauch, wenn du Leute missbrauchst, um deine Vision zu realisieren. Und das ist auch der falsche in Leiterschaft. Leiterschaft ist nicht, oh, jetzt finde ich ein paar Sklaven, die jetzt meiner Vision dienen. Nee, sondern wir dienen Gottes Vision und mein Auftrag ist, die Leute zu leiten dorthin. Das ist ein anderer Ausgangspunkt, ja. Dass ich auch nicht sage, oh cool, jetzt brauche ich halt ein paar Leiter, machen wir eine Leiterschulung, weil ich hoffe, dass ich jetzt noch ein paar Sklaven finde, die dann meine Vision hier vollbringen können und sowas. Ja, es geht null um meine Vision. Gott gibt Leiterschaft, Vision, aber für sein Haus, ja. Wenn du gesetzt bist als Leiter, dann gibt Gott dir auch eine Vision für den Bereich, wo er dich gesetzt hat. Was wichtig ist, versuche nicht, dich selber zu verwirklichen da drin. Dann der nächste Punkt ist, Kultur und Werte. Kultur und Werte. Dadurch, das erste Teaching war sehr, sehr viel um das ganze Thema Kultur und Werte. Und das ist, wo ich eigentlich mittlerweile sagen würde, das ist wahrscheinlich so für mich das A und O von Leiterschaft. Weil Kultur und Werte, alles, was Lukas vorhin geteacht hat, Feedback-Kultur, Leute anzuleiten und so weiter, ist alles Kultur. Ist alles Kultur. Das basiert alles auf dem, wie wir sind und was wir machen und was die Atmosphäre ist und was das Miteinander ist. Das ist alles Kultur. Welche Werte, und darum die Frage auch für dich, welche Werte wirst du prägen, erkläre immer zuerst das Warum und daraus entsteht deine Kultur. Also darum ist wichtig, auch wenn du jetzt irgendwie, was nehmen wir jetzt mit? Wenn du irgendeinen Bereich leitest oder wenn du irgendwo in einer Verantwortung stehst, dann überleg dir, welche Werte möchte ich prägen und nicht, ich möchte halt die biblischen Werte prägen. Das sind nicht die Werte damit gemeint. Ja? Die biblischen Werte, das ist die Bibel. Ja? Lass uns biblische Prinzipien erkennen und die als Werte runterbrechen. Ich möchte bei uns, dass eine Leidenschaft ist. Okay, Leidenschaft ist ein Wert, gut, das ist cool. Dann, wie möchte ich diesen Wert prägen?
Okay, dann überlege ich mir, wie kann ich den prägen bei mir in der Gruppe? Wenn ich eine Kleingruppe habe, wie kann ich dort den Wert Leidenschaft prägen? Und dann durchzubuchstabieren. Wie lade ich die Leute ein per WhatsApp? Wie begegne ich den Leuten unter der Woche? Wie begrüße ich die Leute, wenn sie zu mir dann in die Wohnung kommen? Was soll dort sichtbar werden? Wie mache ich den Einstieg? Wie starte ich ein Meeting? Darunter gebrochen, da wird es konkret, oder? Verstehen wir es? Ja? Dann stecke ich damit die Leute an. Dann eben auch den Leuten zu erklären und das, was Lukas auch gesagt hat, eben darüber reden. Darüber reden. Mach nicht so Hokuspokus, oh, und die Leute wissen gar nicht, welchen Weg sie gehen und dann stehen sie plötzlich da. Nee, sondern ganz klar sagen, hey, ich teach darüber, weil wir sind so. Meine Kleingruppe, hey Leute, wir sind eine Small Group, ey, und wir haben eine Leidenschaft als unseren Wert. Echt jetzt? Ja, voll. Ja, vielleicht ein paar noch nicht, aber ja. Und dann, wie können wir diesen Wert, das ist zum Beispiel ein Wert, der ist mir wichtig, darum präge ich den auch. Ja, Leidenschaft. Gut, und daraus entsteht eben die Kultur. Aus allem, aus gelebten Werten und aus geprägten Werten entsteht eine Kultur. Das ist dann eben Kultur. Kultur ist das, was du kreierst und das, was du erlaubst. Kultur ist die Mischung von dem, was du kreierst und dem, was du erlaubst. Das heißt, du kreierst es bewusst, du prägst bewusst diese Werte, du sagst, okay, ich möchte, was möchte ich für einen Wert haben? Hey, ich möchte, dass wir einen Wert haben, dieses Nichts ist unmöglich. Nichts ist unmöglich. Wow, und wir wollen großen Glauben haben. Das ist ein Wert bei uns. Okay, was heißt es? Hey, wenn wir beten, sind wir halt nicht so, oh, okay, Gott, wenn es vielleicht dein Wille ist, dann könnte es vielleicht passieren, weil Jesus hat schon in seinem Wille gesagt, also in der Bibel ist voll von Gottes Willen. Das heißt, wir wissen, wie wir beten können. Das heißt, wir beten auch mit einem Glauben, was Gott tut. Und dann, wenn Leute dann mit einem, sag ich mal, kleinen Glauben beten, dann kann ich da auch die Leute hinweisen und sagen, hey, lass uns doch mal mit einem größeren Glauben beten. Ja? Das ist eben das, okay. Also, aber da habe ich ja schon viel drüber geredet. Darum, wer es noch nicht gehört hat, kann einfach das Teaching, ich glaube Block 2 vom Leadership Training war das dann. Dann haben wir hier mein nächstes mega spannender Begriff, Treffen. Also ich habe es nicht so, genau, ich habe einfach überlegt, wie können wir die Begriffe irgendwie nennen. Treffen passt ja. Also da geht es eigentlich um Treffen. Als Leiter baust du deine Leute. Trefft euch regelmäßig als Gruppe und auch persönlich und fokussiere auf fachlichen, persönlichen und geistlichen Wachstum. Ja? Darum habe ich gedacht, Treffen ist doch eigentlich ganz treffend. Das ist auch wieder extrem wichtig, dass wir nicht Leitervampire sind, sage ich mal. Wir saugen nicht die Leute aus, um zu bekommen, was ich will als Leiter, sondern ich bin als Leiter da, um die Menschen zu bauen. Wir sind nicht eine Kirche, dass die Menschen der Kirche dienen, sondern wir sind da als Kirche, um den Menschen zu dienen. Das heißt, wir bauen nicht die Kirche mit Menschen, sondern wir bauen die Menschen mit der Kirche. Und darum ist es extrem wichtig, dass wir uns treffen, weil du kannst Menschen nicht bauen, wenn man sich nicht trifft. Und das ist vielleicht echt arg simpel, aber eigentlich brutal real. Du kannst nicht dein Team bauen. Wenn du zum Beispiel hier in irgendein Team leitest irgendwo, kannst du das Team nicht leiten, wenn ihr euch nicht regelmäßig zum Team-Meeting trefft. Ihr könnt nicht nur im Einsatz sein, ihr müsst euch treffen, um die Leute zu bauen. Darum ist da mein Unterpunkt, mein erstes, wirklich das Gruppen-Meetings sind wichtig. Eigentlich wurde das mal angespornt bei mir, dieser Gedanke auch von Gruppen-Meetings und Gruppen-Coaching, als mich viele Leute gefragt haben, ob ich sie mentoren könnte. Ja? Und dann habe ich irgendwie so gedacht, okay, Jesus soll mein Vorbild sein und habe so an Jesus gedacht und habe so gemerkt, mir ist nie eine Geschichte bewusst, wo Jesus eigentlich so nur alleine mit einem redet, sondern ich immer in Gruppen. Er hat dann so seine drei engsten Jünger nochmal, oder? Fand ich irgendwie noch spannend. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber irgendwie die Stellen, die wir auf dem Schirm sind, war Jesus eigentlich meistens so eigentlich im kleinen Gruppencoaching. Und da habe ich so gedacht, ja, warum hat er das gemacht? Ja, weil wenn er weg ist, dann ist quasi die Gruppendynamik erhalten. Und dann können sie sich gegenseitig weiter coachen. Und wie lernt man am besten? Zuzuschauen. Das heißt, wenn ich jetzt mit einem rede und einer ist noch mit dabei, der bekommt ja mit, wie ich mit ihm rede und dann wird er das auch adaptieren für sich. Wenn man es nur an sich selber geschehen lässt,
da nimmt man es oft gar nicht so sehr als der wahr, der dann dem anderen hilft, sondern man nimmt sich selber wahr als dem geholfen wird. Aber wenn du dabei bist, während jemand anderem geholfen wird, dann nimmst du wahr, ah cool, so hilft man jemandem, so teach man jemandem, so prägt man jemanden, so feedback man jemanden. Ja? Und darum möchte ich da auch ermutigen, hey, denke mehr so in Gruppencoachings. Bring irgendwie die Leute mehr zusammen in eine Gruppe und oft haben die Leute ja die besten Gedanken, sich gegenseitig voranzubringen. Und oft sitzt du dann vielleicht nur noch nebendran und die Runde läuft, dann kannst du nur noch mal Impulse setzen und hier was setzen, da was setzen. Eigentlich im Optimalfall läuft es so. Ja? Gruppenmeetings, das ist mega wichtig und jetzt vielleicht mal ein bisschen das durchzugehen, bring dort ganz klar Vision und Werte rein. Bei mir vergeht kein Gruppenmeeting, wo ich nicht auf unsere Vision, auf unsere Werte hindeute. Wir hatten letzte Woche ein Meeting, wo wir mit Freiburgern, Singen und Villingen uns getroffen haben, zum neuen Stage-Design zu überlegen. Sozusagen, wir wollen ein einheitliches Bühnendesign an allen Standorten und haben dort sozusagen erstes Meeting gehabt dazu und da war ich dabei, weil es für mich extrem wichtig, wie der Raum auch aussieht, weil es sehr DNA-prägend ist. Und da war mir wichtig, am Anfang auch anhand einer Bibelstelle einen Wert zu setzen, eine Kultur zu setzen, warum machen wir jetzt, was wir machen? Und das daran angeknüpft, entsteht dann das Meeting. Dass wir immer einen Impuls am Anfang setzen von Kultur, von Werten, optimal den aus der Bibel herausziehen. Damit prägen wir Jüngerschaft und damit prägen wir Kultur. Ja? Das heißt, wir gehen in eine Gruppe, wir haben jeden Mittwoch haben wir unseren Office-Tag. Das sind so 10, 15 Leute immer dabei. Und das ist wie unser Staff-Meeting, die erste Stunde. Und da prägen wir immer auch Kultur beim, sag ich mal, dem engsten Kreis. Und es ist sau cool, weil man da wirklich, da kann man Werte reinbringen, kann man Kultur reinbringen und es bewegt sich was bei den Leuten. Und was passiert dann? Und Leute übernehmen das dann eben selber auch und teachen selber wieder weiter in ihren Gruppen. Das ist eben der Schlüssel. Ja? Darum lass uns nicht, bringen wir sie, und nicht irgendwie nur so, ja, lass uns unser Visionsstatement nochmal vorlesen. Ja? So, weil Visionsstatement vorlesen bewegt nichts emotional. Es geht nicht um Information, es geht um, sag ich mal, auch Emotionen. Es geht ums Herz. Wird bei den Leuten im Herz was angekurbelt. Bringen Wert hervor und nicht so platt, okay, lass uns heute über diesen Wert reden. Sondern teile eine Geschichte und weise auf den Wert hin, zum Beispiel. Ja? Also, dann bei Gruppenmeetings extrem wertvoll, klarer Start, klares Ende. Klarer Start, klares Ende. Genau, und ich habe mein Mitarbeiterteam und dann treffe ich mich mit denen, Chill-In und so weiter und so fort. Man kommt dann an und dann so und jetzt geht's los. Und manchmal ist es vielleicht ein bisschen statisch, aber ich sage dann immer herzlich willkommen heute zu diesem Meeting. Und es kann man manchmal auch schon ein bisschen, also beim Leiterabend sage ich immer herzlich willkommen zum ersten Leiterabend diesen Monat. Das ist mega dumm. Aber eigentlich setzt es klar, wir starten jetzt. Ja? Und es setzt eine Klarheit und eine Zielorientierung direkt dort schon mal. Und dann auch zu definieren, was ist der Ziel heute? Was ist unser Fahrplan heute? Was soll heute passieren? Warum treffen wir uns? Warum mieten wir? Und das hilft dir schon mal klar zu werden, was ist überhaupt mein Ziel von dem Abend? Weil das Schlimmste von einem Team-Meeting ist nicht zu wissen, wohin es geht. Ja? Ein gutes Meeting definiert direkt, was passiert heute. Das heißt, definier das Ziel. Dann Gruppenmeeting, sei wertschätzend. Auch extrem wichtig, dass du, das ist Leadership Starter Kit, das ist einfach jetzt ganz konkret untergebrochen, was wichtig ist in Leiterschaft. Weil du triffst dich mit deinen Leuten und dort prägst du am allermeisten, wie es wird. Das heißt, wenn das in die Hose geht, geht alles andere auch in die Hose. Das heißt, hier nach Punkt 3 müssen wir sonst gar nicht mehr weitergehen. Wenn du bei Treffen scheiterst, dann kannst du eigentlich alles andere gerade lassen. Darum ist das gerade extrem wichtig. Darum sei wertschätzend mit den Leuten. Was passiert? Bei Wertschätzung öffnet sich das Herz. Und dann kann alles reindroppen, was will. Ja, bei Wertschätzung. Das heißt, schöne Snacks, gute Snacks, schöne Atmosphäre, solche Dinge, ein Setting zu kreieren. Dann, und dann auch in dem Großen, und was dann auch wichtig ist bei Treffen, je nachdem natürlich die Größe des Meetings, aber wenn es jetzt, sag ich mal, unter 30 Leuten oder sowas ist, kann man wirklich auch die Runde öffnen, wo man dann auch sich beteiligt. Ja? Wo man dann auch, wo es wichtig ist, dann auch so, hey, wo man reflektiert, wo man Feedback, wo man auch Meinungen einholt und so weiter. Weil durch Meinung einholen fühlt man sich gehört
Und durch sich, indem man sich gehört fühlt, wird man auch, bekommt man Ownership für eine Sache. Und dann sagt man, oh, das ist meins. Es muss nicht mal unbedingt umgesetzt werden, meine Meinung, aber meine Meinung will gehört werden. Ja? Durch sowas wird Vertrauen aufgebaut. Vielleicht hier kurz, nachher auch werde ich noch ein paar Bücher vorstellen. Also zum Beispiel dieses Buch hier, das gibt es auch auf Deutsch, The Five Dysfunctions of a Team, Patrick Lencioni, auf Deutsch die 5 Dysfunktionen eines Teams. Ja. Und da geht es im Endeffekt um verschiedene Stufen. Das muss ich halt die großen nehmen, gell? Und nee, ist gut, ja. Und zwar ist, wo es da eben heißt, ein Team, sozusagen die Dysfunktionen von Teams, ist negativ formuliert, ich formuliere es positiv. Das Wichtigste ist in einem Team oder in einem Team-Meeting auch, zuerst das Vertrauen. Weil aus Vertrauen, da kommt dann konstruktive Struktive, ich nenne es Spannung. Und Spannung nicht als Negatives, sondern Spannung ist was Positives. In einem Film ist Spannung was Positives. Spannung ist das, was einen am Ball bleiben lässt. Und aus Vertrauen, wenn eine Vertrauensbeziehung da ist, dann ist es eben so, dass ich mich dann auch traue, was zu äußern. Ich traue mich zu hinterfragen und so weiter. Darum ist es extrem wichtig, Vertrauen aufzubauen. Das mache ich durch Atmosphäre, dadurch, dass Beziehung da ist, dadurch, dass Leute was von mir wissen und so weiter. Ja? Vertrauen, da kommt konstruktive Spannung. Und das Geile ist, aus konstruktiver Spannung, da entsteht dann eben Ownership. 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 Das hatte ich im ersten Teaching auch kurz erklärt. Aber Ownership ist Eigentümerschaft sozusagen. Das ist, wenn Leute sagen, das ist meins. Das ist eines der größten Ziele, die du erreichen kannst in einem Team, ist, dass Leute sagen, das ist meins. Das große Problem in Gemeinden ist, dass Leute von der Vision der Gemeinde reden oder von der Leitung, die entschieden haben oder sowas. Sobald Leute von ihr als Gemeinde und nicht als wir reden, ist kein Ownership da und dann hast du die Leute verloren. Ja? Ownership ist, dass Leute sagen, das ist meins. Meine Vision, meine Kirche, mein Team, meine Gruppe, meine Entscheidung, auch wenn es nicht mal meine Entscheidung war. My Ownership, das ist so wertvoll, weil dann sagen Leute, hey, das ist mein, oh, ich sehe, da liegt Müll rum, ich räume den Müll auf. So, das ist Ownership, ja. Ownership ist dann eben, wenn Leute sagen, und das nach außen vertreten, wenn Leute sagen, hey, und ich kämpfe für diese Sache, weil das ist meins, ja. Und es nicht nur angefreundet mit etwas, sondern das ist dann wirklich meins, man ownt es. Und dann kommt Gruppen Zielorientierung. Gruppenzielorientierung. Ja, vielleicht irgendwie als komisches Wort, aber ich habe es mal ein bisschen abgewandelt und eigentlich ist es noch ein 5. Dysfunction, aber ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Gruppenzielorientierung. Das bedeutet, dass Leute dann das Teamziel höher stecken als ihr eigenes Ziel. Ein großes Problem in Sportmannschaften zum Beispiel ist, dass dort ein Fußballspieler ist, der richtig gut ist und dem Hauptsache um seine Statistik geht, aber nicht unbedingt um die Teamstatistik. Das heißt, wenn er 2 Tore geschossen hat, aber das Team trotzdem 3-2 verliert, ist er trotzdem zufrieden, weil er 2 Tore geschossen hat. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, den muss man unbedingt rausnehmen. Das heißt, das Schlimmste ist in der Kirche auch, wo wir ein Leib sein sollen, wo ich erkenne, dass mein Zeigefinger halt auch mein Hirn braucht und andersrum und so weiter und so fort, ja. Dass wir dort sehen, hey, wir arbeiten zu einem hin. Das Schlimmste ist in der Kirche, wenn der eine nur für seinen Bereich denkt, oh, aber ich bin halt der Techniker. Ja, und Technik, das muss so und so und so sein. Und dabei denkt man nicht mal drüber nach, wie eigentlich alles andere dadurch kacke wird, wenn es so und so und so sein muss. Ja, dass man einen Gesamtblick hat. Gruppenzielorientierung. Aber das entsteht alles eben durch Vertrauen und dann wächst es dorthin. Ja, und das ist was, das wir schaffen wollen durch Gruppenmeetings, ist Vertrauen. Extrem wichtig. Darum ist es auch wichtig, sich nicht nur einmal im Schaltjahr zu treffen oder auch vielleicht einmal im Quartal, ist wahrscheinlich auch schon zu selten. Wie schaut man, dass man sich treffen kann? Reduzier lieber andere Sachen, aber deine Gruppe ist extrem wichtig. Klar, Kleingruppen sowieso, ihr trefft euch sowieso wöchentlich bis zweiwöchentlich, ja. Aber auch mit den Teams sich zu treffen, Zielorientierung zu haben, gemeinsam zu einem Ziel zu gehen. Und dann wirst du sehen, dann wird es auch Spaß machen. Ja?
Dann persönliche Meetings ist vielleicht der weitere Unterpunkt. Ja, ich teach einfach weiter, ich habe so nur latent eine Uhr im Blick, aber ich teach einfach. Gut. Persönliche Meetings, darum sehe ich auch so ein bisschen Jesus, er hatte noch so seine 1 bis 3 Key-Leute. Er hatte seine 12 Jünger, ja, aber 1 bis so seine 3 Key-Leute. Das waren seine allerengsten, mit denen er noch so auf dem Berg hoch ist und so weiter, oder? Und dass man auch das bei sich selber sieht und wenn wir realistisch sind, die meisten von uns sind Ehrenamtliche. Das heißt, du hast nicht die Möglichkeit, irgendwie 10 Leute persönlich zu mentoren. Du kannst nicht jeden in deiner kleinen Gruppe, kannst du nicht für den der persönliche Ansprechpartner sein und verantwortlich sein, den voranzubringen. Ja, als Leiter für die gesamte Gruppe, ja, aber nicht für jeden persönlich. Du musst nicht für jeden der Mentor sein. 1 bis 3 Leute, ist, wenn noch mehr, wow, also Respekt dann, ja. Aber arg viel mehr wird nicht möglich sein im One-on-One. Und da ist auch wichtig, auch als Teamleiter oder sowas, du musst nicht Mentor für jeden Lebensbereich sein. Und ich glaube, ein Problem, warum viele nicht in Leiterschaft reinwachsen, ist, weil wir uns überfordert fühlen von dem Anspruch, den wir an uns selber haben. Ich bin mittlerweile mehr ein bisschen auf dem Trip, auch mal so die Leiterschaftsverantwortung, auch die ganzheitliche Leiterschaftsverantwortung, teilweise sogar den Anspruch wieder ein bisschen runterzuschrauben, dass es realistisch wird, dass wir es überhaupt wieder leben. Weil wir haben den Anspruch, wir denken so, ich muss die Person, oh, ich muss dann hier für die Eheprobleme da sein und für dieses Problem und hier für diese Sucht und dann auch für ihn da weiterzubringen und dann auch, dass er die Teameinteilung hinkriegt und dann, dass er mit seinem Glaubensleben vorankommt. Und dann denke ich so, das kriege ich ja selber nicht mal alles hin. In meinem Leben, oder? So, wie soll ich das dann bei einem anderen auch noch voranbringen? Das überfordert mich und darum leben wir das häufig gar nicht. Hey, dann sei eine Ansprechperson für die Person in einem Bereich. Schau mit der Person einen Bereich an, wo du die Person voranbringen kannst. Vielleicht so mal ein bisschen runterzubrechen und dann einen Schlüssel, den ich wirklich raten kann, ist, mach dir Notizen. Ich habe für jede Person, die ich anleite, habe ich mir in meinem Handy habe ich so eine Notiz, wo ich dann den Namen und dann wie auch immer und dann mache ich dort Datum rein, was ich in dem Gespräch zum Beispiel mit der Person geredet habe und im nächsten Treffen reden möchte. Das heißt, wenn dir unter Tage wie auch immer irgendwas einfällt, so oh, das und das und das, dann schreibst du dir auf und dann kannst du es dann im Gespräch mit der Person reden. Das ist wirklich ein Megaschlüssel, weil im Gespräch am Ende werden wir uns oft dann doch nicht dran erinnern. Ja? Das kann ich wirklich empfehlen. Dann bei dem Thema Treffen, das ist jetzt ein großer Bereich, gell? Aber dass wir das einmal ein bisschen verstehen. Beim Thema Treffen, ich glaube, das ist auch mega wichtig, dass wir insgesamt das ganze Thema zwischenmenschliche Fähigkeiten auf dem Schirm haben. Das gehört dort eigentlich rein, zwischenmenschliche Fähigkeiten oder People Skills, könnte man es eigentlich so nennen im Englischen. Da kann ich ein Buch empfehlen, das habe ich nicht dabei, Wie man Freunde gewinnt. Dale Carnegie von 1936, uraltes Buch, aber Standardlektüre so zu zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Namen merken, lächeln, solche Dinge. Ja, so wirklich kann ich echt ermutigen. Ich glaube, das größte Problem ist nicht dein Talent, sondern unser Charakter oder unsere zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Das ist meistens das Problem von Leiterschaft, dass wir eigentlich nicht Talent nicht haben, weil das Leiter muss ja gar nicht in erster Linie das Talent haben, sondern die zwischenmenschlichen Fähigkeiten. Und dass wir die trainieren, dass wir die bauen, dass wir dort schauen, wie kann ich die Menschen voranbringen. Ja? Wie kann ich jemanden loben? Wie kann ich ermutigen? Wie äußere ich Kritik? Das sind alles zwischenmenschliche Fähigkeiten. Das ist nicht so, wow, krass, ey, das kriege ich jetzt durch mehr Bibel lesen. Das ist was, das wir uns antrainieren können und einfach durch ein Bewusstsein darüber. Ja? Und das heißt nicht, dass ich da bin, aber ich sage einfach, das ist ein wichtiges Thema. Und zu dem Thema lese ich gerade unglaublich viele Bücher, weil ich sage, in dem Bereich muss ich unglaublich viel wachsen. Ja? Ich habe ein Buch zum Zuhören, das ich gerade lese, Just Listen, ja, auf Englisch. Mega interessant, ja, und herausfordernd. Also genau, ganz viele solche Sachen. Guti, gehen wir mal zum nächsten Punkt. Da hat Lukas gerade eben schon super drüber getischt. Feedback-Kultur. Präge eine starke Feedback-Kultur, denn du kultivierst, was du tolerierst. Du kultivierst, was du tolerierst. Oder du, was du tolerierst, das förderst du. Ja? Konfrontiere Probleme oder Halbherzigkeit sofort. Ermutige viel bei Positiven. Das ist so ein bisschen mein Subtitle bei diesem Punkt. Und dass es wirklich wichtig ist, dass wir eine Feedback-Kultur etablieren. Eine Gesundheit von deiner Gruppe oder von einer Organisation ist eigentlich definiert durch die Zeitspanne
zwischen dem Auftreten von einem Problem und dem Sprechen über das Problem. Haben wir das gehört? Die Gesundheit von einer Organisation hängt davon ab, von der Zeitspanne zwischen des Auftretens und des Konfrontierens. Eine gesunde Organisation, eine gesunde Gruppe heißt nicht, dass es da keine Probleme gibt, sondern eine gesunde Gruppe heißt, wir gehen die Probleme schnell an. Auch ein gesundes Christsein heißt nicht, es gibt keine Probleme, sondern es heißt, ich gehe die Probleme schnell an. Und das Coole ist, durch Jesus geht es ja ziemlich gut durchs Kreuz. Oder? Da können wir zack und wir sind drin. Ja? Wenn ein Leiter ein Problem nicht adressiert, dann ist nicht mehr das Problem, sondern der Leiter wird das Problem. Ich lasse euch erst noch kurz abschreiben oder so, ja, dass ihr das andere mitschreiben könnt, weil es sind recht wichtige Punkte. Wenn dir ein Problem auffällt, wenn dir auffällt, dieser Typ in meinem Team, hey, der macht immer, was er will, der kackt die Leute blöd an, der kommt immer zu spät und so weiter und so fort. Wenn du dir dieses Problem auffällt und du das Problem nicht adressierst, nicht ansprichst, dann ist nicht mehr das Problem oder die Person das Problem, sondern als Leiter wirst plötzlich du das Problem. Warum? Weil du hast nichts dagegen gemacht und es ist aber deine Aufgabe als Leiter, was dagegen zu machen. Bei Feedback-Kultur ein wichtiger Punkt ist, unterstelle immer das Beste. Unterstelle Leuten nicht das Schlechte. Geh, was ich das letzte Mal gesagt habe, auch wirklich so, sieh Leute, bei Feedback hab im Hinterkopf, da geht es um einen blinden Fleck von der Person. Ja? Und das wollen wir konfrontieren. Ich zeichne uns nochmal ganz kurz was auf. Könnt ihr mir noch folgen, oder? Ist okay? Bei welchem Punkt sind wir gerade? Ah, super. Also, ich habe... drei? Also, ich möchte da kurz einen Kreislauf aufzeichnen. So einen Teufelskreis eigentlich von den wir durchbrechen müssen. Ja? Der Teufelskreis, der häufig eben irgendwo... Ich kann das Thema nicht oft genug sagen, weil das ist eigentlich Leiterschaft. Leiterschaft ist eben konfrontieren. Ja? So, wenn du als Leiter jeden glücklich machen willst, dann verkauf Eis, aber sei kein Leiter. Also, sagen wir hier, ist eine falsche Aktion. Falsche Aktion, sagen wir mal. Okay, das findet statt. Und dann ist häufig das Problem... keine Konfrontation. Und dann ist häufig das Problem, wir konfrontieren diese falsche Aktion nicht, okay? Daraus entstehen negative Vermutungen. Daraus entstehen negative Vermutungen. Das bedeutet, ich unterstelle der Person, wenn ich nicht konfrontiere, der macht's doch blöd. Oh, der ist so blöd. Kennt ihr das auch, dass es sich dann irgendwie so aufbaut? Oh, der kommt immer zu spät. Oh, der ist immer so negativ. Oh, der irgendwie, der macht's nie richtig. Oh, den Fehler hat er schon wieder gemacht. Und wir fangen an, Leuten negative Unterstellungen zu machen, negative Vermutungen anzustellen. Also ich glaube, das ist eines der größten Probleme auch in Gemeinden, ja, dass wir da eigentlich reinfallen in negative Vermutungen, dann Leuten Dinge zu unterstellen, negative Unterstellungen. Ja. Und daraus, das Problem, dann wiederholt sich eben der ganze Kreislauf wieder. Ja, weil durch die negativen Vermutungen, wir unterstellen der Leuten nur was und dann ist eben hier falsche Aktion, keine Konfrontation, negative Vermutung. Und das wiederholt sich dann immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und das Ding ist, wie kommen wir raus aus falscher Aktion als gute Leiter, den Teufelskreis durchbrechen, heißt, das Keine streichen wir durch und machen hier mal, schreiben da Produktive hin irgendwo. Produktive. Das war irgendwie ein bisschen verwischt. Produktive Konfrontation. Aus produktiver Konfrontation kommen dann auch positive Vermutungen. Das heißt,
wenn ich dann die Person produktiv konfrontiere, produktiv das Feedback gebe, dann kommt auch, dann unterstelle ich der Person auch wieder das Beste, weil ich denke, hey, ich habe mit der geredet, ja, und das war voll der blöde Fehler und hey, das kommt gut. Und das Coole ist, wenn ich die Leute an die Person glaube, sage ich mal, dann kommt als nächster Schritt, kommt dann eben produktive Aktionen. Produktive Aktionen. Ja, produktive Aktionen. Und dann ist das Schöne, das hätte ich ja nicht dahin schreiben können, gell? Fällt das sozusagen weg. Und dann, bam, sind wir im neuen Kreislauf für Verantwortung übernehmen, steht hier. Ja, wie so. Verantwortung übernehmen. Und dann sind wir ausgetreten aus diesem falschen Kreislauf und im Optimalfall. Und das ist eben auch in dem ganzen Feedback-Kreis, in diesem Feedback-Eck, was Lukas da aufgezeichnet hat. Das passiert eben dort, ja. Und das ist unser Anliegen ist, hey, eine Gesundheit vor dem Team ist kein Unfall, es ist bewusst gebaut, ja. Stärke des bewusst und das machen wir dadurch. Und jetzt ist mir mega wichtig, dass wir jetzt nicht denken, cool, jetzt werde ich der neue Mähdrescher der Kirche. Jetzt werde ich der Mähdrescher meiner Gruppe. Weil damit kannst du alles kaputt machen. Extrem wichtig darum sind die People Skills. Dass ich nicht der Mähdrescher bin, jetzt versuche ich da alle umzuwälzen und alle, jetzt fange ich an, Leiterschaft anzunehmen. Und bam, und bam, und bam. Ja, wenn kein Vertrauen da ist, werden Leute von der Konfrontation nicht annehmen. Darum ist auch dieser Punkt eben hier wieder so wichtig. Vertrauen. Weil ohne Vertrauen kann keine konstruktive Spannung kommen. Da kann es nicht, Vertrauen muss aufgebaut werden. Das ist mega, mega, mega wichtig. Und wenn kein Vertrauen da ist, dann baue erstmal Beziehungen. Dann schaue, das ist extrem wichtig, ja. Und nicht nur, um dass ich dann endlich konfrontieren kann, sondern weil ein echter Leiter baut Beziehungen. Okay? Also, aber Feedback haben wir jetzt so viel gehört, aber da weiß man einfach auch, dass das so wichtig ist. Und ich glaube, das ist eine Mangelware, die wir haben. Ja? Und darum ist es so wichtig, es auch nochmal zu erwähnen. Dann der nächste Punkt ist Ownership. Ownership hatte ich ja vorhin schon kurz. Hier, Ownership lässt Leute durch die Decke gehen. Ja, dominiere nicht, sondern gib Raum zum Gestalten und zum Mitreden. So ownen Leute die Sache, vertrauen die Gruppe und die Menschen wachsen. Ja, das passiert eben bei Ownership. Das heißt, das ist ein Starter-Kit, sehr großer Schlüssel, dass du wirklich mit Leuten auch Vertrauen baust, dass Leute dann auch eben hier, dass die Leute mitreden können. Dass sie in der Kleingruppe auch gestaltet, hey, was wollen wir behandeln? Das ist auch in das ganze Thema delegierend, trainieren und so weiter hinein geht das Ganze, ja. Und dann werden die Leute wachsen. Ich bin am meisten gewachsen, indem ich Verantwortung übergetragen bekommen habe und dann darin das geowned habe und gemerkt habe, das ist meins. Wenn du jemandem Verantwortung überträgst, wow, da gehen Leute ab. Ich erlebe es. Und das Ding ist einfach so, du weißt ja davor nie, ob Leute das annehmen oder nicht. Ob Leute das Ownership bekommen oder nicht. Das ist ja immer so eine 50-50-Chance. Wie lernen wir das? Übergib's ihnen, wenn sie es gut machen, Hammer. Wenn nicht, schade. Ja, und dann bist du dran hier eben in konstruktive Kritik und so weiter und so fort, ja? Aber dass es ein Ziel ist, okay. Und ich glaube, der Punkt ist wirklich wichtig, dass wir dann auf dem Schirm haben, hey, schau, wie kannst du Ownership in einem Team produzieren und fördern? Das ist nicht irgendwie so ein Nice-to-have-Punkt, jetzt habe ich da noch einen Punkt drin, sondern das ist extrem wichtig. Dann ist der nächste Punkt, ist Verantwortung. Verantwortung. Ja, das ist wichtig. Beschuldige nicht, sondern übernimm Verantwortung für alles, was in deinem Einflusskreis passiert. Nicht, sie können nicht oder sie sind nicht oder so weiter, sondern ich habe sie nicht dorthin geleitet. Schlüssel hoch Milliarden. Ja? Beschuldige nicht, sondern übernimm Verantwortung. Nicht, oh, die Leute sind halt nicht so, die haben keinen Bock mehr, die Leute. Wenn sie keinen Bock haben, dann musst du dich fragen, was du falsch machst. Warum haben die Leute keinen Bock mehr? Und das Problem ist, als Leiter müssen wir ehrlich zu uns selbst sein und leider fällt es Gute und Schlechte auf uns als Leiter zurück. Das ist nicht mega ermutigend, also manchmal schon, aber manchmal auch echt entmutigend. Ja? Und es ist nicht immer schön und nicht immer angenehm, aber dass wir das sehen, hey, dass wir nicht beschuldigen, dass wir nicht sagen, oh, der ist halt so und das ist so. Wenn du sagst, der ist halt so, dann heißt für dich als Leiter, das disqualifiziert dich als Leiter.
Das Leiten bedeutet, hey, ich gehe dort ran, ich nehme die Person an der Hand und so weiter. Kann ich zum nächsten Punkt gehen oder seid ihr... Machen wir noch kurz, okay, dann rede ich da noch ein bisschen weiter. Also, genau, dass wir das wirklich auch dort sehen, hey, dass wir Leuten helfen, die Verantwortung zu übernehmen. Dass wir Leuten helfen, wie können sie wirklich maximal das Ding auch dort wieder ownen. Das hängt auch wieder mit Ownership auch für die Leute und für dich zusammen. Ja? Aber übernimm Verantwortung für die Bereiche oder Verantwortlichkeit. Haben wir es? Dann kommen wir in den nächsten Punkt, Punkt 7, Multiplikation. Multiplikation ist ein Grundpfeiler überhaupt von Leiterschaft, aber ich habe den erst beim Punkt 7, weil wenn die anderen Punkte nicht gegeben sind, wirst du auch nicht multiplizieren können. Wenn du an diesen ersten 6 Punkten schon gearbeitet hast, dann wirst du merken, dass auch jetzt der Punkt Multiplikation eine Realität wird. Ein Leiter macht Leiter. Die beste Frucht von einem ein Leiter leitet nicht nur Mitarbeiter. Ja? Ein Leiter leitet nicht nur Mitarbeiter, ein Leiter macht Leiter. Das ist seine Hauptaufgabe. Riesenumdenken, gerade in dem Moment, auch während ihr gerade schreibt und eigentlich gar nicht zuhört. Die beste Frucht von einem Apfelbaum ist ein Apfelbaum. Nicht ein Apfel, nicht ein Apfelstängel und auch nicht irgendwie sonst ein Apfelsaft oder auch kein Süßmost, obwohl es mega lecker ist oder irgendwas. Das Beste ist ein Apfelbaum. Darum fokussiere besonders auf potenzielle Leiter, nicht nur auf potenzielle Teilnehmer oder Mitarbeiter. Und hier möchte ich jetzt kurz ein bisschen ausholen bei dem Punkt. Und genau, da werde ich jetzt einfach noch ein bisschen ausholen bei dem Punkt. Und zwar in Matthäus 25 lesen wir die Geschichte, wo Jesus erzählt, sozusagen eigentlich die Geschichte von den Talenten. Dem einen werden 5, dem anderen 2, dem anderen 1 anvertraut. Und dann heißt es Matthäus 25, nach langer Zeit kehrte ihr Herr von seiner Reise zurück und rief sie zu sich. Sie sollten ihm berichten, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. Der Diener, dem er 5 Beutel Gold anvertraut hatte, sagte, Herr, du gabst mir 5 Beutel Gold und ich habe sie verdoppelt. Ich habe sie verdoppelt. Der Herr freute sich sehr, gut gemacht, mein guter und, weißt du, was dann kommt? Treuer Diener. Du bist mit diesem kleinen Betrag zuverlässig umgegangen, deshalb will ich dir größere Verantwortung übertragen. Lass uns miteinander feiern. Der hat 5 auf 10 vermehrt und es ist treu. Das heißt, biblische Treue ist nicht Erhaltung, sondern Multiplikation. Extrem wichtiger Schlüssel. Biblische Treue ist nicht Erhaltung, sondern Multiplikation. Wenn du ein treuer Leiter bist, wenn du ein treuer Diener bist, dann sagst du nicht, ich habe für mich, sondern als Leiter heißt es, wenn du ein guter Leiter bist, dann heißt es, du verdoppelst dich. Ja? Da kommt der Nächste eben, hey, ich habe zwei gekriegt und dann heißt es eben auch, oh, ich habe die verdoppelt, super, du guter und treuer Diener. Und dann kam der Diener mit dem einen Beutel Gold und sagte, Herr, ich weiß, du bist ein strenger Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und sammelt, was er nicht angebaut hat. Ich hatte Angst blockiert uns nämlich häufig, dein Geld zu verlieren, also vergrub ich es in der Erde. Hier ist es, aber der Herr erwiderte, du böser und fauler Diener. Das heißt, Erhaltung ist Faulheit. Erhaltung ist Faulheit. Ist noch krass, oder? Wir denken ja häufig, oh, Erhaltung ist gut. Nee, Erhaltung ist Faulheit. Stillstand ist Rückschritt. Stillstand, Erhaltung ist Beerdigung, nicht Erweckung. Du hältst mich für einen strengen Mann, der erntet, was er nicht gepflanzt hat und der sammelt, was er nicht angebaut hat und so weiter und so fort. Hey, und das Krasse ist, dieses Ding, das ist nicht ein Nicht-Christ, sondern es ist ein Christ. Das ist der Diener vom Herr. Ja? Das heißt, der ist im Kingdom und so weiter und so fort. Hey, und ich sehe einfach so, wie gehen wir da häufig so, wie gehen wir mit unserer Verantwortung um, die Gott uns gegeben hat. Alles, was Gott uns gibt, sollen wir multiplizieren. Und das kann jetzt wieder denken, boah, ist voll der Druck. Ich glaube, es soll nicht einen Druck machen, sondern uns einen Blick schärfen für etwas. Dass wir auch nicht denken, oh cool, ich mache halt einfach. Sondern dass wir erkennen, wow, was kann ich multiplizieren? Was kann ich weitergeben? Was kann ich... Und da gehen wir jetzt in die nächste Bibelstelle, und zwar den fünffältigen Dienst. Kennt ihr den fünffältigen Dienst? Ja? 4 fünffältigen Dienst, genau.
Also, Epheser 4, Vers 11 bis 12. Und er selbst hat die einen als Apostel eingesetzt, die anderen als Propheten, andere als Verkünder des Evangeliums, als Evangelisten und wieder andere als Hirten und Lehrer. Ja, Hirten und Lehrer, darum wird es eben 4 oder 5, weil Hirten und Lehrer irgendwie so eins ist, aber doch auch 2, darum ist so ein bisschen, hat sich geprägt mit dem fünffältigen Dienst, um die Heiligen, und das ist wichtig, um die Heiligen auszurüsten für die Ausübung ihres Dienstes, so wird der Leib Christi aufgebaut. Kurz ein bisschen mindblowing, ja? Also, es gibt, und dieser fünffältige Dienst, eigentlich, der ist eigentlich für das Thema auch Leiterschaft, ja? Das heißt, als Apostel, als Propheten, als Hirten, als Lehrer, als Evangelisten, okay? Darum fünffältiger Dienst. Ich gehe jetzt nicht tief rein in dieses Thema, aber was extrem wichtig ist, ist dort zu erkennen, wir haben eine Mentalität in Gemeinden von, boah, ich bin der Evangelist, darum evangelisiere ich. Oh, ich bin der Prophet, darum habe ich die prophetischen Bilder. Oh, ich bin halt der Lehrer, darum lehre ich. Das heißt aber nicht in der Bibel. Wenn du das machst, machst du nicht das, was in der Bibel steht. Dort steht, um die Heiligen auszurüsten für die Ausübung ihres Dienstes. Das heißt, der fünffältige Dienst ist nicht dazu da, dass du es selber machst, sondern dass du darin Leute trainierst. Das ist der fünffältige Dienst. Der fünffältige Dienst heißt, du bist ein Trainer und nicht ein Ausüber in erster Linie. Du übst trotzdem aus, aber du trainierst vor allem. Und das ist auch dort wieder drin, hey, wir sind so sehr, ich kann das und darum mache ich das. Wenn du es kannst, dann trainiere. Das ist, warum wir jetzt auch einen Lukas hier anstellen, für, so als Teaching-Pastor, dass er Leute, nicht nur, dass er nicht nur selber predigt alle 2 Wochen in der Multisite, er tourt dann mit, ja. Singen, Freiburg, Feeling, das wird geil, super, ja, das wird spannend, ja. Brauchen wir auch für dich mal ein Geschäftsauto oder sowas. Also, sondern dass er sagt, er predigt zwar, aber was er vor allem macht, ist die Prediger auszubilden. Das ist, was es braucht. Nicht selber das nur zu machen, sondern Leute auszubilden. Ja? Wir brauchen als Leiter den Blick, ich war in Asien in so einer Kirche, Heart of God Church in Singapur, Wahnsinnskirche, eine Jugendkirche, 4.500 Leute, Jugendliche, brutal krass. Ja? Also, wir brauchen einen Blick von einem Schreiner und eine Einstellung von einem Trainer. Was heißt es? Den Blick von einem Schreiner bedeutet, ich sehe, was aus diesem Holzstück passieren kann. Und eine Einstellung von einem Trainer, dass ich sehe, ich bin hier auf dem Trainingsplatz, ich baue dich. Und es ist eben was, dass wir den Menschen sehen, was kann aus der Person alles entstehen. Potenzial zu erkennen und die Einstellung von einem Trainer, wie kann ich die Person jetzt auch trainieren. Wie finden wir die richtigen Leute? Das gehört für mich da auch zu dem Thema Multiplikation dazu, oder? Wie finde ich überhaupt die Leute? Wie mache ich das jetzt? Wo fange ich an? Wo höre ich auf? Weil es gibt auch brutal viel Perlen vor die Säue. Du kannst ein bisschen so mal sehen, hört sich vielleicht ein bisschen heftig an, aber bewerte mal deine Leute nach dem Ampelprinzip. Grün, Gelb, Rot. Rot heißt vielleicht volles Talent, aber gar nicht bereit, nicht das Ownership, nicht das Commitment, ist gerade so beschäftigt mit seinem eigenen Leben, mit Haus, Kind und so weiter und so fort, wo dann mal wahrscheinlich vor Gott stehen wird und Gott fragen wird, was hast du getan? Und ich sage, ich habe mein Haus, mein Kind und mein alles so. Und er sagt, du böser und fauler. Ja, gibt es ganz viel. Die sehr viel Potenzial gekriegt haben, aber es nicht umsetzen. Mega traurig, ja. Startet unsere nächste Serie nächste Woche zum Thema Ewigkeit. Der Hammer, ja, da geht es um das Thema. Und dann Gelb ist, wo du siehst, okay, das sind Leute, die vielleicht schon noch Potenzial haben, vielleicht auch nicht, aber irgendwie so nicht so die Initiative selber bringen. Nicht so, eigentlich nicht am Start sind. Und dann gibt es mit Grün, und das sind die Leute, die selber auch zeigen, ich möchte. Die selber zeigen, ich möchte. Und da sehe ich das extrem wichtig. Schau nach Initiative. Und da geht es nicht darum, oh, das sind halt die Leute, die man halt sieht, die halt laut sind, nee, sondern da geht es darum, hat die Person einen Antrieb, weil ein Leiter hat Antrieb. Ein Leiter hat einen eigenen Antrieb. Und da geht es nicht um, ich bin schüchtern oder sowas, sondern ein Leiter mit Initiative, der zeigt auch nicht auf ein Problem, sondern der ist die Lösung fürs Problem. Ein Leiter mit Initiative, und da geht es nicht um beim Disk-Profil, oh, jetzt brauchen wir halt viele E-Leiter, jetzt brauchen wir nicht viele Initiativleiter vom Persönlichkeitstyp her. Nein, sondern eine eigene Initiative für eine Sache, einen eigenen Antrieb, in das hineinzuwachsen, was Gott uns eigentlich geschaffen hat. Einen eigenen Antrieb, hey, ich habe Bock. Und mit den Leuten, oh, komm mal, die kannst du bauen, weil die sind bereit.
Wenn zu mir jemand kommt und sagt, hey, ich möchte angeleitet werden, dann denke ich, come on. Mega gut, weil man die Person bauen kann. Meine schlechteste Erfahrung und meine meiste Energie ist verpufft in Leute, wo ich Potenzial gesehen habe, aber sie keinen Antrieb hatten. Und dann musste ich sie die ganze Zeit, und es ist so anstrengend. Es ist viel einfacher, ein Baby zu erzeugen, als einen Toten aufzuerwecken. Ja? Also ich habe in meinem Leben schon mehr Babys gezeugt, als Tote auferweckt. Ja, ich hoffe, das ändert sich mal noch. Ja? Aber trotzdem ist es so. Es werden mehr Kinder gezeugt, als Tote auferweckt. Und darum lass uns auch so ins Thema Leiterschaft reingehen. Lass uns nicht versuchen, Tote aufzuerwecken, sondern lass uns schauen, Babys zu zeugen. Ja? Also, genau. Dann vielleicht zwei Gedanken noch, so wie finde ich eigentlich die richtigen Leute? Und das ist vielleicht noch wichtig. Viele Leiter suchen die, das ist noch nicht der erste Punkt, das ist noch Hinleitung zum ersten Punkt. Viele Leiter suchen die beste Strategie, aber die beste Leiter suchen die richtigen Leute. Viele Leiter suchen die beste Strategie, aber die besten Leiter suchen die richtigen Leute. Als Leiter suchst du nicht in erster Linie nach der Strategie, sondern nach den Menschen. Und dann ist auch wichtig, dass man eine Struktur nicht baut und versucht, wie bestücke ich die mit Menschen, sondern dass ich die Menschen sehe und schaue, und wie baue ich aus ihnen eine Struktur. Riesenschlüssel. Weil sonst müssen Leute Dinge machen, die sie nicht tun können und nicht tun wollen. Ja? Okay, also dann hier nochmal, wie finde ich die richtigen Leute? Als allererstes, vertraue deinem ersten Eindruck. Vertraue einfach deinem ersten Eindruck. So oft ist es bei mir so, dass ich eine Person begegne und denke so, Alter, auf den habe ich richtig Bock. Ja, und denke einfach so, hey, da wird was gehen. Und ganz häufig ist es so. Und dann mein zweiter Punkt ist aber auch, vertraue nicht deinem ersten Eindruck. Weil ich habe mich halt auch genauso oft getäuscht. Ich habe halt auch oft gedacht, wow, voll die Granate. Und irgendwann ist es halt eigentlich eher so ein Schläfer, oder? Oder ebenfalls, der erste Eindruck war gar nicht so toll. Aber vielleicht da auch, Anwesenheit von Nervosität heißt nicht eine Abwesenheit von Potenzial. Eine Anwesenheit von irgendwie einer negativen Verhalten gerade heißt nicht, dass er eine Abwesenheit von einem krassen Potenzial hat. Dass man auch Zeit braucht, um eine Person kennenzulernen. Ich bin immer wieder auch erstaunt, wenn Leute dann zu mir kommen und sagen, hey, der und der, boah, hey, da sehe ich voll was drin. Und ich denke, das ist mir nie aufgefallen. Und dann gehe ich dem nach und denke so, boah, krass, ey, zum Glück habe ich nicht nur auf meinen Eindruck mich verlassen, sondern auch auf den von anderen Leuten. Zum Glück habe ich mich nicht von meinem ersten Eindruck blenden lassen. Also lass uns da wirklich auch rangehen. Aber vor allem, ich glaube, das Ampelprinzip kann recht cool sein. Auch ein Prinzip, das man noch so, wo auch dieser Pastor in Asien gesagt hat, ist, wenn du einen Leiter bauen willst, dann schau, ist he teachable, available und able. Also teachable, ist er feedbackbar, lässt er sich bauen, ist er available, hat er überhaupt die Zeit? Und es ist ein Problem, dass viele Leute eigentlich gar nicht die Zeit oder das Investment bringen können, was eigentlich vielleicht in ihnen liegt. Sind sie überhaupt auch available und sind sie able, können sie es überhaupt? Ja? Okay. Doch, ich komm eigentlich gut durch. Ich glaube, ich habe jetzt mal halber Zeit, gell? Naja. Gut, also ich bin gerade fertig. Dann kommen wir zum Punkt 8. 8. Genau. Glauben. Natürlich muss man das als guter Christ reinnehmen. Aber mir ist der Punkt wirklich auch extrem wichtig. Der ist nicht irgendwie so an Stelle 8, weil es halt irgendwie, dass so die Zahl für den Neuanfang ist in der Bibel oder sowas. Sondern du setzt den geistlichen Standard für deine Gruppe. Baue deine Gottesbeziehung, suche nach Inspiration, erwarte Gottes Handeln. Und es ist mega wichtig auch, dass wir nicht ein Unternehmen bauen, sondern wir bauen das Haus Gottes. Ja, dass ich auch meine Gruppe jetzt nicht nur mit Leiterschaftsprinzipien rangehe, sondern wirklich auch so mit göttlichen Prinzipien rangehe. Und das eben auch, als Leiter setzt du immer den Maßstab, wie sich eine Gruppe entwickeln kann. Wenn du keine geistliche Tiefe hast, kannst du nicht erwarten, dass die Leute in deinem Team eine geistliche Tiefe bekommen. Das ist auch wieder, soll jetzt nicht einen Druck geben, ich kann das bestimmt nicht,
sondern hey, wenn du dich reintraust, dann wirst du sehen, wie du dich entwickeln wirst. Ich erlebe es Sonntag für Sonntag, wenn ich meine Predigten vorbereite, dass ich halt nur 30% von dem predige, was ich mich eigentlich mit auseinandersetze. Das heißt, 70% bleibt in mir, was alle anderen gar nicht mitbekommen. So ist bei jeder Kleingruppe, die du vorbereitest, behältst du so viel für dich, was die anderen gar nicht mitbekommen werden. Das heißt, du wirst unglaublichen Wachstum haben, alleine dadurch, dass du leitest. Wenn du dir überlegst, wenn du dir Gedanken machst, wenn du dir, zurzeit ist es schon echt super spannend, weil ich mir extrem viel Gedanken machen muss über die ganzen Dinge, die aktuell passieren und Strukturen und Leute und wie bringen wir Dinge zusammen und Change Management und dies und das wirklich massiv, sowas hatte ich noch nie in meinem Leben. Und ich mache mir Gedanken von morgens bis abends teils, ja, und nachts. Aber das ist eben was, wir bewegen die Dinge anders, als wenn man nur ein Teilnehmer ist. Das heißt, du wächst automatisch in deine Leiterschaft. Das heißt, und erwarte dort Gottes Handeln. Ich sehe so, was hat Jesus gemacht, als er seine Apostel ausgewählt hat? Er ging auf den Berg, betete und fastete und kam zurück und hat sie ausgewählt. Oder fastete nicht, aber betete, glaube ich. Ja, oder vielleicht hat er auch, wahrscheinlich auch gefastet, weil auf dem Berg, was will er da, ist eine Katze, oder? Also, oder Löwenzahn. Ein Satz, der vielleicht noch gut ist, um voranzukommen, müssen wir mehr auf den Knien sein. Im Gebet, oder? Um voranzukommen, müssen wir mehr auf den Knien sein. Das ist auch was, ist, dass wir nicht irgendwie nur daran gehen, sondern wirklich auch da geistlich Dinge durchringen. Dass ich bete und für meine Leute bete. Wie bete ich für mein Team? Wie bete ich für meine Gruppe? Okay, dann habe ich noch zwei coole Punkte auch noch weiterhin. Erfolge feiern. Erfolge feiern, mega wichtig. Steckt euch Ziele und feiert die Erfolge. Wer hier in Villingen von Anfang an dabei war, wir haben ungefähr in jedem weiteren Teambuilding irgendwie mit Sekt angestoßen. Ich habe immer einen Grund gesucht, wie wir feiern können. Oh, heute ist halt das erste Mal diesen Monat. Und wir hatten am Sonntag hatten wir Besucherrekord. Und hey, wir haben hier neue Kleingruppenleiter. Ey, und wir haben hier die neue Technik da. Und wir haben hier da. Lass uns anstoßen, lass uns feiern, lass uns das wirklich groß machen. Ja? Und was passiert dort? Leuten wird bewusst, wir haben Ziele und haben sie erreicht. Das heißt, es motiviert einen. Das heißt, man nimmt wahr, dass etwas passiert und wir sind ein Siegerteam. Leute wollen in einem Team sein, das siegt. Das ist einfach so. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber so, Leute sind bereit, dreimal die Woche ins Training zu gehen, fürs Fußballtraining zum Beispiel, und am Sonntag gegebenenfalls noch zu verlieren im Fußballspiel, weil die Kultur cool ist oder weil sie eben gewinnen. Also Leute sind in einem Team, weil entweder die Kultur die so cool ist oder weil sie ein Siegerteam sind. Aber wenn sie nicht siegen und eine Kackkultur haben, dann will keiner dreimal die Woche ein Commitment bringen. Wenn Leute nicht bereit sind, sich zu investieren, wenn Leute nicht bereit sind, einmal alle zwei Wochen, einmal die Woche bei dir dabei zu sein, dann musst du dich fragen, gewinnt dein Team oder ist deine schlechte Kultur? Ja? Und dass wir wirklich Erfolge feiern, dass wir uns Ziele stecken. Ich mache gern so 3-Monatspläne, zu überlegen, wo möchte ich in 3 Monaten sein, wo möchte ich am Jahresende sein, was sollte da passieren, was sind so Dinge, die passieren können. Ja, ich bringe dir noch nicht genug an Mann, aber ich habe die für mich selber. Ja, und somit feiere ich sie selber schon mal. Ist auch nicht schlecht. Ja, dann sage ich, yay, und weiter geht's. Also, dann der nächste Punkt haben wir. Selbstführung. Und da hatten wir vom Lukas ein bombastisches Teaching. Und das eben hier, Leiter sind Lerner. Extrem wichtiger Satz. Leiter sind Lerner und sogar eine Alliteration. Das heißt, man kann es sich merken. Leiter sind Lerner. Bilde dich selbst immer weiter durch Schulungen, Bücher, Mentoring, Podcasts und so weiter und so fort. Das ist so, so, so wichtig. Wenn du als Leiter keine Inspirationsquelle mehr hast, dann ist bald fertig. Darum lies Bücher. Ja, hör Podcasts an, hör Predigten an, besuch Schulungen, such dir Mentoring. Ich hatte am Anfang hatte ich keinen Mentor. Dann hatte ich irgendwann einen Mentor. Dann hatte ich irgendwann 2, 3, 4. Ich habe irgendwie ein paar Mentoren. Ich weiß gar nicht, ich kenne es gar nicht genau. Wahrscheinlich so 4, 5 Mentoren habe ich jetzt aktiv. Für verschiedene Lebensbereiche, für verschiedene Fokusse. Weil ich so gemerkt habe, je mehr ich wachse, umso weniger dient mir die eine Person in allem. Und je mehr fokussiert aber die eine Stärke von dem einen auf was. Aber du kannst nicht erwarten, dass dein Pastor dich mentort. Von sich aus. Ja? Oder sonst, such dir, als Leiter suchst du dir die Leute.
Als Leiter suchst du dir Mentoring. Als Leiter suchst du dir jemanden. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was ich wo immer sage, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn du sagst, ich möchte, dann frag jemanden, weil für Mentoring, da werden wahrscheinlich gute Leiter meistens Nein sagen, ja, weil sie eh schon zu viel haben. Aber frag ihn, hey, können wir uns mal 20 Minuten treffen? Ich habe 3 Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Ja? Der Pastor in Amerika, der mich immer wieder schreibt, so, hey, ich habe hier eine Frage, können wir mal 10 Minuten telefonieren? Ja, so, das macht er. Aber wenn ich sagen würde, willst du mein Mentor sein? Ja, sicher nicht. Ja, der leitet 8000 Leute an. Also, und darum, lass uns da immer weiter wachsen, lass uns da dranbleiben und dessen so mein Leadership Starter Kit.